Der Traum von einem Weg durch das arktische Eis ist alt. In der Hoffnung auf Ruhm und Reichtum suchten Abenteurer und Seeleute schon vor Jahrhunderten nach einem Seeweg vor der sibirischen Küste, der Nordostpassage. Sie verkürzt die Strecke zwischen Europa und Amerika um beinahe die Hälfte. Doch bislang verhinderte das ewige Eis eine gefahrlose Fahrt. Murmansk. Die Hafenstadt im russischen Norden ist seit jeher der Ausgangspunkt für Fahrten in die Arktis. Der Einfluss des wärmenden Golfstroms hält den Hafen auch im Winter eisfrei. Ein guter Platz, um von hier nach Norden aufzubrechen. Zu Sowjetzeiten wohnten hier fast 1 Million Menschen. Doch in den Krisenzeiten der Perestroika verlor der Hafen an Bedeutung und die Menschen flohen in wärmere Regionen. Heute hat Murmansk gerade noch 300.000 Einwohner. Allerdings befindet sich die Stadt kurz vor ihrer Wiederauferstehung. Der Hunger der Welt nach den sibirischen Bodenschätzen und der Klimawandel bescheren der arktischen Region einen neuen Boom. Hier sollen bald moderne Containerterminals entstehen. Murmansk wird dann Start und Ziel der Nordostpassage nach Amerika und China sein. Während der Sommermonate liegen die russischen Atomeisbrecher im Hafen von Murmansk vor Anker. Die arktische See ist dann größtenteils eisfrei, sodass der Stolz der arktischen Flotte arbeitslos ist. Die Atomeisbrecher gehören dem Staat und sind gut gesichert im militärischen Teil des Hafens untergebracht. Nur die Jamal hat zu tun. Als Expeditionsschiff fährt sie in Richtung Nordpol. Der erste Atomeisbrecher erreichte 1977 den Nordpol. Zuvor war es nur einer kleinen Schar extrem wagemutiger Abenteurer gelungen, mit Schlittenhunden und auf Skiern bis zum nördlichsten Punkt der Erde vorzustoßen. Die Nordhalbkugel unseres Planeten ist vom Wasser des Arktischen Ozeans bedeckt. Im Winter, während der Polarnacht, friert das kleinste der Weltmeere fast komplett zu. Im Sommer tauen die Küstenregionen ab und es bleibt nur die vereiste Polkappe auf dem Dach der Welt. Ein gigantisches Eisschild, das normalerweise im Sommer etwa die Größe von Westeuropa hat. Die Reise der Jamal führt vom nördlichen Teil der skandinavischen Halbinsel durch die Barentssee vorbei am russischen Archipel Franz-Josef-Land bis zur Eisgrenze. Von da sind es noch etwa 1000 Kilometer bis zum Nordpol. Kurz hinter Murmansk wird es im Sommer nachts noch dunkel, weiter nördlich bleibt es 24 Stunden hell. Auf der Brücke verrichten Steuermann Sergei Geremasow und seine Kollegen konzentriert ihren Dienst. Bereits über 40 Mal ist die Crew der Jamal zum Nordpol gefahren. Auf den ersten Blick ist so eine Fahrt zum Nordpol natürlich Routine. Aber es ist etwas Besonderes. Die Jamal ist schließlich der einzige Eisbrecher auf der Welt, der eine solche Kreuzfahrt zu so einem extremen Punkt macht. Wenn man das so sieht, ist auch unsere Arbeit einzigartig und ich bin sicher, dass sich jeder hier seiner großen Verantwortung bewusst ist. Alarmübung auf dem Atomeisbrecher. Wenn das Eis schmilzt und die Arktis besser schiffbar wird, kommen die Touristen. Die Fahrt ist ein teures Vergnügen. Der Abenteuertrip kostet bis zu $25.000. Dafür wird man, ohne einen Schweißtropfen vergießen zu müssen, mit dem Schiff direkt zum Nordpol gebracht. Ausflüge werden mit dem Helikopter unternommen. Das geht am schnellsten. Zeit auf dem Atomeisbrecher ist Geld. In nur 12 Tagen will die Jamal von Murmansk zum Pol und zurück. Die Hälfte der 4000 Kilometer geht es durch die arktische Eisdecke. Bitte alles so schnell als möglich zum Hubschrauber. Viktor Bojarski ist Mr. Nordpol. Als Expeditionsleiter hat er bislang 49 Mal das Herz der Arktis erreicht. Touristen mit dem Atomeisbrecher zum Nordpol zu fahren, das war eine Geschäftsidee aus den Zeiten des Umbruchs, als Russland in Armut versank und das Militär keinen Rubel mehr hatte.
Zu sowjetischen Zeiten waren Atomausbrecher absolutes Sperrgebiet. Die Vorstellung, Ausländer hier zu haben, wäre total absurd gewesen. Anfang der 90er Jahre hatten die Militärs die Idee, Geld zu verdienen, indem sie Touristen hierher fahren. Sie sind dabei geblieben. Bis heute fahren wir 5-mal im Jahr. Das Eis im Arktischen Ozean beginnt zu tauen. Nirgendwo wird sich der Klimawandel massiver auswirken als in den nördlichen Breitengraden, so die Voraussagen der Experten. Betroffen sind alle Gletscher der nördlichen Halbkugel. Noch gibt es keine zuverlässigen Daten. Die Prognosen basieren vor allem auf Indizien. Im Winter ist zwar noch die gesamte Arktis von Eis bedeckt, aber die sommerliche Eisschmelze lässt mittlerweile jedes Jahr deutlich weniger Eis übrig. Satellitenbilder zeigen den dramatischen Wandel. Im Sommer 2007 schrumpfte das arktische Eis auf weniger als 3 Millionen Quadratkilometer. Vor 10 Jahren war die Fläche noch doppelt so groß. 1979, zu Beginn der Satellitenaufzeichnungen, bedeckte das Eis im Sommer noch fast alle Küstengebiete. Ich bin mir wie die meisten der Wissenschaftler sicher, dass es wärmer wird. Wir wissen noch nicht, wie groß der Anstieg sein wird. Die Prognosen schwanken zwischen 3 und 9 Grad. 9 Grad Anstieg wäre für die Arktis ein sehr extremes Erwärmungsszenario. Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Unsere Aufgabe ist es jetzt, möglichst schnell exakte Prognosen zu liefern und dann natürlich die Folgen für die Umwelt zu beschreiben. Der Weg zum Nordpol führte ja mal am Archipel von Franz Josef Land vorbei. Im Winter kommt man hier nur mit einem Eisbrecher durch. Doch im Sommer haben Steuermann Sergei Gelemasow und seine Kollegen freie Fahrt. Meiner Meinung nach gab es während der letzten 7 Jahre in der Arktis keine wesentliche Erwärmung des Klimas. Aber dass sich das Klima hier verändert, ist eindeutig. In den letzten Jahren gab es viel mehr Stürme, besonders in der Winterzeit. Das Wetter ist sehr viel extremer. Für uns ist die Arbeit damit sicher nicht leichter geworden. Was wir feststellen ist, dass es wegen der Winde sehr viel mehr offenes Wasser und Eislöcher gibt, aber auch mehr Eisblöcke und Eisbarrieren. Also die Situation im Ganzen verändert sich, aber ich denke, das Eis wird nicht dünner. Rubini Rock heißt dieser bizarre Basaltfelsen, der zeigt, dass selbst in dieser unwirtlichen Gegend am 81. Breitengrad Leben möglich ist. Aber Tausende von Lummen und anderen Vögeln nisten dicht und dicht auf den Felsvorsprüngen. So schützen sie sich vor Räubern. Die Gäste werden zu einer alten, verlassenen russischen Wetterstation ausgeflogen. Die Brandung wäscht die letzten Spuren des winterlichen Packeises weg. In den Jahren, als die Station noch bewohnt war, blieb das Eis oft auch im Sommer. An diesem unwirtlichen Ort verbrachten Meteorologen und Polarforscher in den 30er Jahren den dunklen Polarwinter. Sie sollten Daten sammeln über die bis dahin völlig unbekannte Arktis. Zu Sowjetzeiten hatte die Eroberung des Nordens oberste Priorität. Rücksicht auf Menschenleben wurde dabei kaum genommen. Wer heute die unwirtliche Insel besucht, kann bereits in wenigen Minuten zurück in seine warme Kabine. Manche Forscher verbrachten hier Jahre, bis sie wieder bei ihren Familien waren. Bei diesem Prozess
Element. Der Biologe Sepp Friedhuber forscht seit vielen Jahren in der Arktisregion. Er reist bereits zum 8. Mal als wissenschaftlicher Begleiter mit der Jamal in diese Region. Ja, wir wissen, dass sich etwas verändert. Es verändern sich die Eisdicken, es verändern sich die Eisgrenzen. Und vor allem, man merkt es hier ganz dramatisch an den Gletschern. Wir haben bei den Gletschern einmal innerhalb eines Jahres einen Rückgang von 13 Metern festgestellt. Die Fauna wird auf alle Fälle so ausschauen, wenn es so weitergeht, dass dem Eisbären der Lebensraum wegschmilzt und die Eisbären vielleicht in diesem Jahrhundert noch aussterben werden. Die Flora wird sich weiterentwickeln. Man hat so das Gefühl, dass zum Beispiel die Polarweide schon ein bisschen weiter nach Norden kommt. Und vor allem ja, die Unendlichkeit des Eises, dieses Farbenspiel, das ist natürlich was Emotionales, was dann auch für uns anders aussehen wird. Während die Pflanzenwelt vielfältiger wird, sind einzelne Tierarten durch den Klimawandel vom Aussterben bedroht. Solche massiven Umwälzungen sind in der Geschichte des Weltklimas nichts Ungewöhnliches. Immer wieder hat es in allen Regionen unseres Planeten radikale Temperaturumbrüche gegeben. Nur die Geschwindigkeit, mit der das im Moment passiert, ist neu. Auf dem Archipel von Franz Josef Land ist Tauwetter ein alter Bekannter. Es hat immer wieder auch tropische Phasen hier oben gegeben. Wir haben zum Beispiel versteinertes Holz auch hier gefunden. Und im Zuge dieser ganzen Klimaänderungen immer wieder hat sich ja das Klima bis in die hohe Arktis auch geändert. Vielleicht werden wir da oben die Badestrände der Zukunft finden, aber das wird nur eine Zeit dauern. Zurück an Bord der Jamal. Zwei Besucher sind mit dem Schlauchboot gekommen. Echte Abenteurer. Der Schweizer Thomas Ulrich und der Norweger Borge Ausland sind auf den Spuren von Fridtjof Nansen zu Fuß vom Nordpol bis zu den Franz-Josef-Land-Inseln gewandert. 3 Monate sind sie auf Skiern durch das polare Eis gelaufen. Hat jemand etwas Deutsches zum Lesen, das er nicht mehr braucht? Ein Buch, das fertig ist oder so? Ein Roman? Zeitung ist auch super. Alles, was Buchstaben hat auf Deutsch. Ja, ihr seid hungrig. Ja, wir sind hungrig nach Neuigkeiten, nach 3 Monaten. Auf den letzten Kilometern ist ihre Expedition zum Wettrennen gegen das schmelzende Eis geworden. Eine richtig saubere Expedition zum Nordpol heißt ja eigentlich, man startet an Land und man geht zum Nordpol oder eine Überquerung ist von Land zu Land. Und das wird sicher immer schwieriger. Also ich hatte vor einem Jahr eine große Solo-Expedition versucht. Ich wollte alleine die gesamte Arktis überqueren, 1800 Kilometer. Und ich wollte das wirklich auch in dieser ethisch sauberen Art machen und bin da gescheitert. Ich musste gerettet werden. Der Victor hat das großartigerweise geschafft, weil mir wirklich eigentlich das Eis ein bisschen auf den, unter den Füßen wegschmolz und weil es wirklich nicht mehr so viel Eis hat, wie es vor 50, 60 Jahren hatte. Ja. Also es ist nicht mehr so einfach, eine wirklich große Expedition zu machen. Die beiden haben aus ihrem Hobby einen Beruf gemacht. Sie bieten sportlichen Abenteuertouristen die Möglichkeit, mit ihnen gemeinsam auf Skiern zum Nordpol vorzudringen. Reisen in der Arktis ist ein lukratives Geschäft geworden. Wer es leid ist, jedes Jahr nach Mallorca zu fahren, braucht irgendwann spannendere Ziele. Bevor die beiden Abenteurer mit dem Schlauchboot zurück auf die Insel fahren, gilt es, die Nahrungsmittel gut zu verpacken. Beim Landgang sind die wasserdichten Überlebensanzüge gefragt. Es hat keine Bucht, wo wir an Land gehen. Das heißt, es hat sehr große Wellen jetzt, so eine Dünung. Und wir müssen die letzten 30, 40 Meter schwimmen. Aber wir sind ja ausgerüstet. Nur schauen, dass die Reißverschlüsse alle schon zu sind. Okay. Nach 2 Stunden kann die Kreuzfahrt weitergehen. Ortswechsel. Sankt Petersburg, das Zentrum der polaren Forschung in Russland. Schon zu Zeiten des Zaren wurden hier die großen Projekte für den russischen Norden geschmiedet. Das Arktische Museum. In einer prachtvollen orthodoxen Kirche werden die Schätze der russischen Arktisexpeditionen aufbewahrt.
Es sind Zeugnisse einer glorreichen Eroberung des Nordens. Vor allem in der Sowjetunion wurde der mörderische Kampf gegen Eis und Kälte zum nationalen Epos stilisiert. Museumsdirektor Valeri Ippolitov war einer der Helden dieser Zeit. Er hat Jahre in einer solchen Kiste verbracht. Diese Häuschen wurden seit den 30er Jahren auf Eisschollen ausgesetzt, sogenannte Driftstationen, in denen Ippolitov und seine Kollegen saßen und wissenschaftliche Daten über die Arktis sammelten. Es ist tatsächlich so ein bisschen eine Datscha für den Nordpol. Das ist ein sehr gutes Haus. Es ist ausreichend warm und gleichzeitig sehr mobil, da es auf einen Schlitten gebaut ist. So können wir in der Situation, wenn das Eis bricht, das Haus sofort woanders hinfahren. Auf einer großen Eisscholle ließen sich die Wissenschaftler vom Herbst bis zum nächsten Sommer durch den arktischen Ozean treiben. War die Scholle stabil genug, dann blieben die Forscher auch ein weiteres Jahr. Ausgesetzt werden die Wissenschaftler im Spätsommer. Heute eine große Expedition mit Atomeisbrecher und Transportschiffen. Doch das Tauwetter hat in den letzten Jahren die Suche nach großen und tragfähigen Schollen erschwert. Oft dauert sie mehrere Wochen. Bevor alles ausgeladen wird, muss die Dicke der Scholle gemessen werden, damit die Sicherheit der Forscher garantiert ist. Denn die Scholle muss viel tragen. Für die lange Zeit im arktischen Winter werden Container zum Wohnen und Arbeiten sowie ausreichend Vorräte an Brennstoff und Nahrungsmittel für ein Jahr abgeladen. Die Polarforscher beobachten vor allem das Wetter und die Strömungsverhältnisse im arktischen Ozean. Zurück nach St. Petersburg, ins Arktische Institut. Von hier aus werden die Wissenschaftler auf den Driftstationen betreut. Professor Alexander Danilov hat einen Notfall. Er muss die Evakuierung einer Driftstation vorbereiten. Gemeinsam mit einem Kollegen sucht er nach einem geeigneten Eisbrecher, der die Wissenschaftler von der Eisscholle retten kann. Wir wollten unsere Wissenschaftler eigentlich erst im September abholen. Aber da, wo sie driften, schmilzt das Eis ungewöhnlich schnell. Mittlerweile hat die Eisscholle, auf der die Station steht, nur noch die Größe von 2 bis 3 Fußballfeldern, also 200 mal 200 Meter. Unser Risiko ist größer geworden. Fliegt die Jamal mit 10 Knoten pro Stunde durch das Eis, mit Kurs auf den Nordpol. Sergei Geremasow hat wieder Wache. Theoretisch könnte die Jamal mit ihren großen Kraftreserven geradeaus durch das Eis brechen, doch die Männer auf der Brücke halten unermüdlich Ausschau nach Eis, das bereits mürbe ist. Das kostet weniger atomaren Brennstoff und weniger Zeit. Es gibt zwei Kriterien.
Entweder gehen wir nach dem Radar, besonders wenn es neblig ist, oder wir schauen selbst, um den Zustand des Eises zu bestimmen, welches Eis einjährig ist und welches mehrjährig. Je leichter das Eis ist, desto einfacher und schneller erreicht der Eisbrecher das gesetzte Ziel. Deshalb fahren wir selten geradeaus, sondern suchen uns im Zickzack die einfachste Route aus. Wer so mühelos durch das Eis fahren will, braucht ausreichend Kraftreserven. Die Russen vertrauen dabei voll und ganz der Atomtechnik. Zwei Reaktoren treiben das Schiff an und entfesseln dabei eine Kraft von 75.000 PS. Bis zu 2 Jahren kann die Jamal im Eis kreuzen, ohne einen Hafen anlaufen zu müssen. So lange reicht ihr Uranvorrat. Der Atomantrieb macht die Jamal unabhängig. Doch spätestens der Unfall des russischen Atom-U-Bootes Kursk hat gezeigt, wie gefährlich die Atomtechnik ist. Unsere Leute haben auch Angst vor der Atomenergie. Ich meine die ganz normalen Bürger. Wir haben uns schon daran gewöhnt, weil wir die Vorteile kennen. Und der normale Mensch hat das Recht, vorsichtig zu sein. Am Nordpol fährt unser Eisbrecher mit voller Kraft. Jeden Tag wird bei diesem Betrieb 300 Gramm Uran verbraucht. Für einen Diesel-Eisbrecher mit der gleichen Kraft und gleichem Wirkungsgrad wären es ca. 350 Tonnen Diesel pro Tag. Man kann so mit 300 Gramm mit 350 Tonnen vergleichen. Was für ein Unterschied. Und da es in der Arktis für uns keine Tankstelle gibt, sind wir so völlig unabhängig. Der Eisbrecher hat ein paar Eisbären angelockt. Eisbären können bis zu 20 Kilometer weit ihre Beute riechen. Doch die Leckerbissen stehen unerreichbar oben an Deck. Normalerweise gibt es ab dem 86. Breitengrad keine Eisbären mehr, aber das Tauwetter zwingt die mächtigen Raubtiere immer weiter nach Norden. Im Hafen von St. Petersburg werden mittlerweile wieder neue Eisbrecher gebaut. Auch hier herrscht Aufbruchstimmung. Das maritime Leben kehrt zurück. In einer ruhigen Ecke liegt ein historischer Eisbrecher von 1917 vor Anker. Die Krasin wird mittlerweile als Museumsschiff genutzt. Boris Presnyakov war früher Kapitän bei der arktischen Flotte, doch mit der großen russischen Wirtschaftskrise Anfang der 90er Jahre verlor er wie so viele seinen Job. Heute zeigt er Touristen das Schiff. Im Jahr 1990 ist das Programm für den Norden völlig zusammengebrochen. Die Regierung hatte kein Geld mehr. Die Schifffahrt in die Arktis wurde eingestellt und die Fachkräfte gingen weg. Die Probleme waren wie Pilze gewachsen. Die Menschen aus dem Norden bekamen keine Zuschüsse mehr für Arbeit und Wohnen. Und so sind die guten Leute alle in die wärmeren Regionen geflohen. Immer öfter gab es dann keine Warenlieferungen und die Dörfer froren im Winter ein. Der Staat hatte sich von der Arktis abgewandt. Er war damit beschäftigt, seine Macht aufrechtzuerhalten. Nationalfeiertag in St. Petersburg. Der Tag der Fahne ist vom Staat verordneter Patriotismus, der von Putins Parteijugend Naschi eifrig zelebriert wird. Seit dem Sommer 2007 ist die russische Flagge in 4000 Meter Tiefe exakt auf dem geografischen Nordpol positioniert. Beim Kampf um die Schätze der Arktis ist mit Russland wieder zu rechnen, heißt das deutliche Signal.
Juri Iwanow ist Professor an der Akademie für Seewirtschaft. Zu Sowjetzeiten beriet er die Regierung bei der Eroberung der Arktis. Das ist bis heute so. Zusätzlich hilft er Unternehmern, die in der Arktis investieren wollen. Nach dem Zerfall der Sowjetunion gab es eine Pause von ca. 5 bis 8 Jahren, in der die Infrastruktur des nördlichen Seeweges zerfiel. Diese Pause ist glücklicherweise beendet. Jetzt müssen neue Gas- und Ölvorkommen erschlossen werden. Dafür werden Terminals errichtet und eine neue Eisbrecherflotte gebaut. Bei uns ist es nicht mehr die Regierung, die unsere Arbeit bestimmt, sondern große Firmen, auch international. Unser Institut arbeitet sehr erfolgreich bei der Suche nach neuen Rohstoffen. Wir erforschen die Meereissituation im Interesse von vielen großen Energiekonzernen der Welt. Gazprom, Lukoil, die westlichen, ExxonMobil, norwegische. Eigentlich alle bedeutenden Firmen wenden sich an uns. Denn sie wollen wissen, wie die Eissituation in der Arktis ist. Wer die Rohstoffe der Arktis ausbeuten will, kann nicht allein auf den Klimawandel hoffen. Im Winter wird der Ozean auch weiterhin fest im Griff des Packeises sein. Dann kommt die Stunde der Jamal. Sie muss Schneisen und Rinnen brechen, in deren Spur Transportschiffe sicher folgen können. Die Arbeitsschiffe durch das Eis zu begleiten, ist viel schwieriger, als wenn wir allein in Richtung Nordpol unterwegs sind. Im Sommer haben wir zudem den Vorteil, dass es am Polartag hell ist und wir den Zustand des Eises viel einfacher bestimmen können. Im Winter ist alles wesentlich schwieriger. Die Polarnacht ist immer dunkel, du siehst kaum, wo es lang geht und das Eis ist massiver. Außerdem reicht es nicht aus, nur eine Fahrrinne zu schaffen. Wir müssen immer die Sicherheit des Konvois garantieren. Die Schiffe, die wir durch das Eis geleiten, müssen sich auf uns verlassen können, und das ist nicht so einfach. Ortswechsel nach Deutschland. In der Hamburger Schiffbauversuchsanstalt werden neue Frachtschiffe getestet, die allein durch das Eis fahren können. Das große Ziel ist es, unabhängig von den teuren russischen Eisbrechern zu werden. Eisfähige Frachtschiffe müssen zweierlei können. Schnell im freien Wasser fahren und sicher durch bis zu 2 Meter dickes Eis kommen. Keine einfache Aufgabe für die Designer und Techniker. Der Rumpf muss so konstruiert werden, dass die Eisschollen nicht kleben bleiben und das Schiff bremsen. 2 bewegliche Schiffsschrauben machen den Frachter sehr viel wendiger als vergleichbare Schiffe. Dies ist der Test für ein neues Containerschiff. Es soll russische Bohrinseln in der Arktis versorgen und in naher Zukunft Container über die Nordostpassage nach Asien oder Amerika transportieren. Seit Jahren gibt es eine deutsch-russische Expertengruppe, die den Ausbau des nördlichen Seeweges vorantreibt. Dieses Schiffsmodell ist der Prototyp für eine neue Generation von Frachtschiffen. Ich muss den Anfang machen, oder? Wie hat sich das jetzt ausgewirkt auf das Eisbrechverhalten? Wie werden jetzt die Platten geschoben? Hat sich da was verändert? Der Versuch im Eiskanal hat gezeigt, dass die Konstrukteure erfolgreich waren. Der Frachter fährt sicher durch das Eis und schnell in der offenen See. Der Klimawandel hat natürlich die Überlegungen, die wir schon lange haben, dass wir den nördlichen Seeweg für den Transport von Öl und Gas aus der Arktis bewerkstelligen müssen oder auch dann später den Transit von Europa nach Fernost, der ja 30-40% kürzer ist, die Strecke, dass wir das jetzt durch den Klimawandel natürlich wesentlich effizienter und billiger nutzen können und dass das dadurch natürlich für die Reedereien, für die Wirtschaft wesentlich attraktiver ist. Aber dann, wenn die Erwärmung sich auswirkt und die Schmelze des Eises ein wesentliches Ausmaß erreicht hat, dann wird der Transport aus Asien nach Europa und zurück, außerdem auch aus Amerika, durch den Norden gehen. Dann wird es, ich denke, viel billiger. Die Wirtschaft aller Länder wird dadurch profitieren. Exportländer wie auch Importländer.
Exporteure für Importeure. Die Nordostpassage ist der kürzeste Seeweg von Europa nach Amerika. Sie führt von Murmansk an der sibirischen Küste entlang bis zur Beringstraße, die Russland und Alaska voneinander trennt. Von da aus können die Schiffe entweder weiter nach China oder nach Amerika fahren. Jochen Schwarz engagiert sich in einem weiteren Projekt, Eisvorhersage im Arktischen Ozean. Ein Satellit wird in Zukunft die Bewegungen großer Eisfelder aufzeichnen. Wichtig ist zu wissen, wo Risse und Lücken sind. Wie beim Wetterbericht kann man so mehrere Tage im Voraus die günstigste Route bestimmen. Eisfelder sind große Felder, das heißt, das machen sie nicht mal eben in einer halben Stunde, dass sie um einen Stau herumfahren, wie in der Stadt, sondern das sind sehr große Felder und sie müssen sehr weise vorausschauen. Denn wenn sie einmal eine nördliche Route eingeschlagen haben, dann müssen sie die auch fahren können und sicher sein, dass sie dann auch frei ist und nicht in wenigen Stunden wieder geschlossen ist. Dann müssen sie den ganzen Weg zurückfahren. Eis wird auch noch im Winter da sein, aber das ist deutlich dünner und es bricht auf, leichter auf, verschiebt sich, lässt offene Rinnen frei, durch die wir dann mit unserer Routenoptimierung die Schiffe dort durchleiten. Mit Hilfe des Satelliten kann man nun auf der optimalen Route ostwärts fahren. Das reduziert das Risiko und die Kosten für die Wirtschaft. Denn bisher mussten sie den sehr viel weiteren Weg durch den Indischen Ozean nehmen. Mit der Fahrt durch die Nordostpassage ließen sich bis zu 40% der Strecke sparen. Sie mündet an der Beringstraße in die Beringsee, das Meer zwischen Sibirien und Alaska, benannt nach dem Entdecker Vitus Bering. Er erkundete Anfang des 18. Jahrhunderts im Auftrag des russischen Zaren den nördlichen Seeweg nach Amerika. Ein Abenteuer, das er mit dem Leben bezahlte. Auf den Spuren Berings fährt das russische Kreuzfahrtschiff Marina Tsvetaeva vorbei an der Küste Kamtschatkas, Richtung Norden zur Beringsee. Das Meer um Kamtschatka ist mittlerweile fast ganzjährig eisfrei. Was früher ein gefährlicher Aufbruch in unbekannte Gewässer war, ist heute ein Ferienausflug auf dem Sonnendeck. Das Ziel der Kreuzfahrt sind die Kommandeurinseln im Süden der Beringsee. Die größere der beiden wird Beringinsel genannt, weil der berühmte Entdecker hier bei seiner letzten Expedition strandete. Heute ist sie bei Abenteuertouristen beliebt. Die Inseln sind der äußerste Vorposten Russlands gegenüber Amerika. In Zeiten des Kalten Krieges war das hier Sperrgebiet. Noch heute lässt der Geheimdienst nur geführte Gruppen einreisen. Tausende von Seevögeln nisten an den Felswänden der Insel. Auch hier ist die Klimaerwärmung langsam zu spüren. Die Sommer dauern länger als früher. Im Herbst und im Winter ist das Wetter unbeständiger geworden. Mit Schlauchbooten werden Touristen zur Küste gebracht. Am äußersten Rand des russischen fernen Ostens leben kaum Menschen. Außer Militär und Fischfang gibt es keine Arbeit. Doch seitdem Kreuzfahrtschiffe in nördlichere Regionen vorrücken, ist es lebendiger geworden. Und immer mehr Touristen entdecken die Schönheit dieser unberührten Küsten. Auf den Felsen der Beringinsel nisten Kormorane und Lunde. Sie leben vom gut gedeckten Tisch der Beringsee, einem der fischreichsten Meere der Erde. Auch Seelöwen, Pelzrobben und Seeotter jagen nach Fisch in der Brandung zwischen den Felsen. Sie leben in riesigen Kolonien an den Stränden der Insel. Doch Biologen haben bereits Alarm geschlagen. Die Meereserwärmung lässt die Robben und Seelöwen immer öfter ihre angestammten Gebiete verlassen.
Gemeinsam mit den Fischschwärmen wandern sie in kältere Gebiete ab. Ein paar Kilometer weiter, in dieser Bucht, ist Vitus Bering 1741 mit seinem Schiff in einen Sturm geraten und gestrandet. Nach einer 10-jährigen Expedition hatte er als erster Alaska über den nördlichen Seeweg erreicht. Auf dem Rückweg nach Russland musste die Mannschaft hier überwintern. Der Friedhof erinnert an die mutigen Seefahrer, die ihr Leben ließen. 18 Mann starben in diesem Winter 1741 an Erschöpfung und Skorbut. Darunter auch Vitus Bering. Nikolskoje, die einzige Siedlung der Insel, mutet an wie das Ende der Welt. Die Einwohner leben vom Fischfang und vom Staat. Das ferne Moskau lässt es sich etwas kosten, dass der östlichste Grenzposten des riesigen Landes nicht aufgegeben wird. Relikte aus der Vergangenheit, eine Lenin-Statue. In Nikolskoje endet das russische Riesenreich. Nur 250 Kilometer weiter, auf den westlichen Aleuteninseln, beginnt schon Amerika. Ein anderes Denkmal zeigt Vitus Bering, gewidmet dem Namensgeber der Insel. Im St. Petersburger Marinemuseum wird aufbewahrt, was heute noch an Bering erinnert. Es ist nicht viel. Eine Büste, ein Bild und eine alte Karte. Die beiden Kamtschatka-Expeditionen Berings gehören zu den größten Entdeckungsfahrten der jüngeren Geschichte. Bering zog mit einem Trupp von 3000 Helfern gen Osten, um den Seeweg nach Amerika zu finden. Er wollte beweisen, dass der Pazifik über die Nordostpassage erreichbar ist. Zugleich sollte er einen Zugang zu Russlands Bodenschätzen im Osten finden. Nebenbei, sozusagen als Abfallprodukt, entstand die erste Karte Sibiriens. Erst durch Bering erfuhr Russland, wie groß das Reich wirklich ist. Bering ist in Zonen vorgedrungen, von denen er nichts wusste. Nichts über die Winde, nichts über das Klima, nichts über die Strömungen. Mit einem solchen Schiffchen und mit begrenztem Proviant. Das war ein echtes Abenteuer. Die Jamal hat es fast geschafft. Es sind nur noch wenige Kilometer bis zum Nordpol. Auf der Brücke ist es voll geworden. Genau 90 Grad muss das GPS anzeigen. Der Beweis, dass man auch wirklich da war. Ein Foto von der Anzeige am Navigationssystem ist begehrt. Es braucht mehrere Anläufe, um genau auf den Punkt zu kommen. Stelle dir vor, dass du dein Auto so parken musst, dass du mit einer Streichholzschachtel unter deinem Sitz einen kleinen Punkt auf der Straße triffst. Diesen Eisbrecher müssen wir so hinstellen, dass unsere GPS-Antenne hier genau einen Radius von 2 Metern um den Pol trifft. Langsam, langsam, nicht so schnell. 54 Meter. Der Höhepunkt jeder Nordpolfahrt, die Party auf dem Eis. Wer es bis hierher schafft, hat Grund zum Feiern. Er gehört zu einer kleinen, exklusiven Gruppe. Der Nordpol ist gefährlich. Sicherheitsleute sind aufmarschiert. Ungebetene Gäste kreuzen auf, die sich auch durch die Sirenen nicht vertreiben lassen. Viktor Bojarski kennt das Problem. Er hat schon so manchen Eisbären vor seinem Zelt auf dem Polareis verscheuchen müssen.
Die sind ein bisschen hungrig. Das merkst du darin, dass sie nicht auf das Signal reagiert haben. Wenn sie hungrig sind, dann lassen sie sich nicht abschrecken. Sie werden eine Runde drehen und sich dann hinter irgendeinem Hügel auf die Lauer legen. Sie werden sehr aufpassen müssen. Vielleicht haben sie auch noch ein paar Freunde. Ein friedliches Fest am Nordpol mit Gästen aus aller Welt. Viele haben die Flagge ihres Landes oder ihrer Stadt mitgebracht, um sie auf einem Erinnerungsfoto zu präsentieren. Der Nordpol gehört allen. Doch 4000 Meter tiefer steht auf dem Meeresboden bereits die russische Flagge, versenkt im Sommer 2007, um den russischen Anspruch auf das arktische Meer zu demonstrieren. Das ist eine symbolische Geschichte, die hebt das Selbstwertgefühl und zeigt halt ein bisschen, dass die Arktis momentan also für die Wirtschaftsmächte interessant geworden ist. Gerade in der Beringsee und in der Barentssee, besser gesagt, und in den angrenzenden Schelfgebieten ist ja jetzt jede Menge Öl gefunden worden. Und diese Besitzansprüche sind ja nicht uninteressant. Das heißt, das hängt auch den anderen die Zunge heraus, weil jeder versucht hat, jetzt ein Stück vom Kuchen mitzubekommen. Die Nordpol-Taufe im Eiswasser ist ein Ritual. Vor 55 Millionen Jahren wäre ein Bad hier wesentlich komfortabler gewesen. Da betrug die Wassertemperatur 20 Grad. Das zumindest schließen Forscher aus fossilen Funden, die sie am Meeresboden unter dem arktischen Eis gemacht haben. Ein Rundtanz in 80 Sekunden einmal um die Welt. Wenn der Klimawandel so rapide weitergeht, wird man hier schon bald nicht mehr trockenen Fußes Feste feiern. Experten prognostizieren, dass noch in diesem Jahrhundert der Nordpol im Sommer eisfrei sein könnte.